Hi Tobias, du hast ja den Stand der DI organisiert. Erzähl mal, wie war es denn so? Wie läuft das denn jetzt nach dem dritten Tag CeBIT hier? Also wie es war verdammt anstrengend und es läuft verdammt gut. Wir werden überlaufen, drüber schaffen jede Menge Interesse. Der Standplatz aus allen Nähten, es ist sensationell zu sehen, wie viele Leute sich aus unterschiedlichsten Bereichen für Drupal interessieren. Ich glaube, das ist ganz großartig. Heute mit Sonderaktion zum Weltfrauentag. Wir haben für 15 Uhr die Presse eingeladen. Drupal ist weiblich. Drupal 7 Core-Maintainerin ist Webchecks, ist weiblich. Natürlich machen wir was für die Frauen. Wir wollen die Nachwuchsförderung vorantreiben. Das ist allgemein ja Thema für den Drupal-Stand auf der CeBIT. Und Nachwuchsförderung für Frauen auch ein großes Thema für die DI, denke ich. Deswegen verlosen wir heute Nachmittag an alle Frauen, die am Stand vorbeikommen und sich für Drupal interessieren, Drupal-Fachbücher, damit sie sofort einsteigen können und Drupal als Entwickler einfach bereichern können. Ja, total geil. Und ihr seid bis Samstag voll hier und voll unter Dampf? Wir sind bis Samstag voll unter Dampf. Ich hoffe, dass wir zwischendurch mal wechselseitig schlafen können. aber ansonsten machen wir bis Samstag Druck. Wobei uns schon gesagt wurde, Samstag ist so der Tag, wo man gucken muss, dass die Kugelschreiber weggepackt sind, weil die Beutelratten kommen. Mal gucken, was der Samstag noch bringt. Heute, Donnerstag, Freitag werden mit Sicherheit nochmal sehr spannende Tage. Und wir freuen uns drauf.